Und wie schaut's aus? Jetzt an Weihnachten wird wieder kräftig Plätzchen gebacken. Bei mir sehen die so aus, ganz normaler Teig. Dann kommt dann Zuckerkuss drüber, ein bisschen Haferschlag, fertig ist das Ding. Und schmeckt ja dann auch ganz lecker. Ja, Volker Lübke ist zurzeit beim Backduell von Heix und Teutenberg in Kleve auf dem Sonnenweg in der Backstube. Und backst du mit? Nee, ich backe, weil es hier, glaube ich, mit einer der wärmsten Orte im Kreis Kleve heute Vormittag und heute am Samstag ist. Hier ist angenehm warm drin. Ich bin auch froh, dass wir nicht draußen backen müssen. Hier beim zweiten Heixer Backduell bei Heix und Teutenberg in der Backstube. Die hat sich quasi heute Vormittag in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt. Hier sind 10 Kandidaten. Das heißt, sie haben auch Unterstützung noch mit dabei. Einmal Assistenten oder eben auch Schlachtenbummler, die sie anfeuern können bzw. unterstützen. Mental sind ja auch noch dann als Gäste mit in der Backstube hier bei Heix und Teutenberg. Und einer der Jüngsten, das heißt der Zweitjüngste, das ist der Luis Wilmsen. Und der ist hier auch schon die ganze Zeit fleißig am Backen, hat schon Eier geschlagen. Das machst du gerne? Ja. Machst du zu Hause auch? Ja. Du machst ja Liebesgrübchen. Was gehört denn da alles rein? Weißt du das? Mehl, Zucker, Vanillezucker, Eier und Butter. Super, ist eigentlich ganz wenige Zutaten, die man nur braucht, um so leckere Sachen herzustellen, ne? Ja. Und dein Berufswunsch ist? Bäcker. Das habe ich mir fast gedacht. Antenne Niederrhein. Wenn ich Plätzchen backe, das ist höchst selten, dass ich dies tue, aber wenn ich dies dann mal mache, habe ich immer das Problem, dass ich dann die Plätzchen, die Rohplätzchen, die ich quasi aus dem Ofen wieder raushole, wenn ich sie verzieren will, einfach nicht richtig vom Backblech bekomme. Ich hoffe, lieber Volker Lübke, dass das jetzt beim Backduell beim Heix und Teutenberg nicht passiert ist, dass alles rund läuft. Ja, hier läuft alles rund und meine Gaumen haben auch schon einige Freudentänze jetzt in den letzten Minuten produziert und gemacht. Ich habe einige Plätzchen probiert, habe auch schon so meine kleinen Favoriten, aber da sage ich natürlich nichts so, weil sonst beeinflusse ich ja hier die Jury und nehme etwas vor, was ich nicht zu entscheiden habe. Ja. Aber bei mir ist jetzt sozusagen die beiden Chefs des Ganzen, Walter und Christian Heix von Heix und Teutenberg. Hier sind wir ja beim zweiten Heixer Backduell und vielleicht, Herr Heix, haben Sie schon einen Tipp auch für Herrn Bollmann, was man denn anstellen sollte, damit die Plätzchen nach dem Backen auch vom Backblech wieder runterkommen und nicht kleben. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Heute gibt es entweder ein schönes Backpapier, wo man es drauf tut, oder wer kein Backpapier hat, einfach ein ganz bisschen dünnes Fett oder Mehl darauf. Mehl dann ganz bei gewissen Produkten, nicht überall. Das Mehl hat den Zweck, dass das Plätzchen nicht brei treibt. Okay, also dann klappt das auch das nächste Mal mit dem Backblech runterrutschen. Danke für den Tipp. Bitteschön. Herr Heix, es haben einige sich beworben. Über 40 Bewerbungen hatten Sie jetzt für dieses zweite Heixer Backduell. Thema eben Weihnachtsplätzchen. Der Hintergrund, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, wir haben ja vor 2 Jahren das erste Heixer Backduell mit Apfelkuchen gemacht. Das war so ein toller Erfolg. Und das war so begeisternd. Und das sieht man auch heute hier wieder. Und dann haben wir natürlich die Idee gehabt, in unserem Aktion Schiedwetter, was war die letzten Tage nicht so angeschwommen war. Das Wetter war ja gut, Gott sei Dank. Aber wir haben dann eben jetzt Weihnachten, weil Weihnachten vor der Tür steht und wir dieses Gebäck hier auch in unserer Produktion mit aufnehmen wollen. Ja. Christian Heix, welchen Eindruck haben Sie von den Teilnehmern hier, die heute angetreten sind im Finale? Sind die 10? Ja, auf jeden Fall alle topfit, hervorragend vorbereitet und ja, bis in die Haarspitzen motiviert natürlich. Welchen Kriterien haben Sie denn aus diesen über 40 dann letztendlich diese eigentlich 11, aber einer ist ja krankheitsbedingt ausgefallen, jetzt dann die 10 Finalisten herausgesucht? Ja, wir haben natürlich unsere Vorauswahl getroffen und die bestach darin so ein bisschen, dass man so unterschiedliche Gebäcke bekommt und ja, einfach eine schöne Abwechslung hat und nicht jetzt 10-mal oder 11-mal das gleiche Gebäck hat. Den dritten Platz, ich glaube, das war das, habe ich das jetzt richtig notiert,
Kosakentaler. Und ja, was kann an einem Samstag Besseres passieren? Und die Frau Samstag. Euch aber herzlichen Glückwunsch im dritten Platz. Den zweiten Platz erreicht hat. Ja. Was haben wir bei der Firma Hikes? Irgendwo sehe ich immer dieses Herzchen, dieses Herzliche. Und tatsächlich den zweiten Platz erreicht hat. Das Gelee-Herz-Plätzchen, so nenne ich es mal. Herzlichen Glückwunsch! Wir haben ja mehr. Frank Bauer, herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Also der Frank gewinnt den ersten Preis. Zwei Übernachtungen im Vier-Ring-Hotel Löw, Merkur, für zwei Personen, inklusive einer An- und Abreise mit der Bahn. Herzlichen Glückwunsch. Der Christian Witz hier vorbeikommt.